Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Scania Truck Driving Simulator. Eigentlich hat er sich mittlerweile echt weg. Halt! Immer diese blöden DirectX-Spieler. Achso, den Namen kann ich natürlich nicht ändern. Na gut. So, gefährliche Strecken. Oh, so viel haben wir gar nicht mehr vor uns. Schmale Gassen. Wohl eher schmaler Navigator. Digga, da wisst ihr gar nicht, wo du hin musst. Gut, ich meine, ich könnte mir auch am Anfang diese komischen Videoclips da angucken. Da sieht man ja, wo man lang muss, aber da nehme ich mir den ganzen Spaß. Wo bleibt denn da die Herausforderung, meine Damen und Herren? Hä? So, dann müssen wir nach links. Was? Wo? Hä? Wo denn? Verstehe ich nicht. Hier ist ja auch alles zu. Okay, komm. Ja, daraus verstehe ich. Mhm. Links ist zu, rechts ist zu. Jetzt bin ich mal gespannt. Hinter dem LKW geht's weiter. Oh Gott, Alter. Okay. Gut. Ja. Okay, einiges. Komm aus dem Pushen. Alter, was ist los mit dir? Immer dieser Scania. So, jetzt bitte ohne Unfall. Was ist das jetzt gleich ein Unfall? Irgendwie hat der LKW gerade Anfahrtschwierigkeiten. Und Lenkschwierigkeiten. Junge, ich lenke nach rechts, nicht geradeaus. Alter, fahr doch mal nach rechts. Oh, Junge. Ich hau dich gleich. Wow, Alter. Ah, aber er hat schon eine Stufe hier. Gut, die Kurve hätte ich gar nicht so weit nehmen brauchen, hätte ich viel enger nehmen können, aber egal, sicher ist sicher. Wow, fehlerfrei. Not bad. Not bad. What the? Digga, ist ja Schichttorte. Holy shit. Hier ist noch der Wap. Physics at its finest. Und dabei ist es eine Betonstraße, also mehr Haftung als hier geht halt gar nicht so.
Was macht das Auto da? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Es gibt hier gar keine NPCs, ne? Also, alle anderen Fahrzeuge stehen immer einfach nur rum. Ich meine, gut, sind meistens abgesperrte Strecken oder so wie da, dass die Fahrzeuge einfach rumstehen. Ich schätze mal, das sollen quasi NPCs simulieren, die halt einfach auf uns warten in dem Moment. I don't know. Wobei der Van, der da gerade stand, der hat ja gar keinen Sinn gemacht, dass er auf uns gewartet hat. Hier, der LKW zum Beispiel. Das kann sein, dass einfach ein NPC simulieren soll, der gerade auf uns wartet. Aber der NPC da oben am Anfang, der hat einfach fahren können. So. Jetzt Auto auch. Warum warten die? Die sind doch viel schneller als wir. So macht halt gar keinen Sinn. Oh, wir sind schon Ziel. Okay, die Map war doch sehr einfach. Alter, man sieht halt richtig, wie das Fahrzeug hinterher hängt der Lenkung. Das ist halt schlimm. Die Räder haben sich schon längst rumgedreht und das Fahrzeug fährt immer noch in die andere Richtung. Das ist halt so krank, Alter. Guck mal wieder, wie der Fahrzeug da wegrutscht die ganze Zeit. Die Aufliegerachsen drehen sich rückwärts, auch interessant. Also die Map war doch relativ einfach tatsächlich. Warum drehen sich die Räder rückwärts? Oder sieht nur so aus? Map, map, hup, hup, tut, tut. Okay, komm. Nächste Aufgabe. So, schauen wir, was jetzt kommt. Der Bauer und dann der Bauer sucht Frau. Oh, wieder mit Auflieger ankoppeln. Okay, verstehe. Da vorne ist wieder die Straße zu. Okay, ich kann rechts vorbei. Vielleicht ein bisschen langsamer. Verdammt mal! Ich lenke nach links und der fährt geradeaus weiter. Willst du dich eigentlich verarschen? Ich meine, ich weiß, war gerade ein weicher Untergrund, aber der hat ja nicht mal versucht, nach links zu fahren. So, da war ja überhaupt kein Drift nach links zu erkennen. Jetzt hier. Digga, was ist das? Alter. Das ist doch kein Lenkverhalten. Kann es sein, dass der intern zwei Werte hat? Einmal den Wert, den er quasi nutzt, um die Lenkposition anzuzeigen, und intern einen Wert, den er nutzt, um eigentlich zu lenken, und der Wert sich wesentlich langsamer ändert oder so? Weil es fühlt sich wirklich so an, wie als wenn er beim eigentlichen Lenken hinterherhängt. So fühlt sich das an. So. Richtig dumm. Naja. Also immer schön langsam hier. Auch wenn man hier viel schneller durch könnte eigentlich, aber hey. Digga, ist ja richtig hier Landwirtschaftssimulator. Ist es überhaupt sinnvoll, hier vorwärts reinzufahren? Also so rum reinzufahren, oder wäre es nicht sinnvoller, rückwärts reinzufahren? Ach, wird sich gleich zeigen. Oh, lenk doch mal bitte. Ist das traurig. Ich meine, wie ich auf die Idee komme. Oh ja, okay, ich muss jetzt hier wenden. Oha. Wie ich auf die Idee komme, ist nämlich, dass es nämlich beim German Truck Simulator und beim ersten Euro Truck Simulator nämlich tatsächlich so war. Also bei der alten Engine. Da konntest du nicht beliebig schnell lenken, sondern das Spiel hat das Ganze halt limitiert. So wie man jetzt sieht, ne? Ich hab jetzt die Maus rum. Hopp. Die sieht man vielleicht auf der Kamera, also auf der hier.
wenn ich die Maus einmal rumbewege, braucht das Lenkrad wesentlich länger, um hinterher zu kommen. Das heißt, du kannst nur mit einer gewissen Maximalgeschwindigkeit lenken. Aber das ist ja das eine. Und das war auch schon beim Euro Truck Simulator 1 und beim German Truck Simulator so. Aber hier scheint es so zu sein, dass das tatsächliche Lenken noch langsamer ist, als das, was er mir hier mit Lenkrad anzeigt. Und das ist dann halt schon ein bisschen verwirrend. Gut, Rangieren geglückt. Das heißt, das Spiel hat drei Variablen. Einmal die Eingangsvariable. Das, was es halt von DirectX Input bekommt. Dann steuert es danach die Variable, die er nutzt, um das Lenkrad zu simulieren. Und eine Variable, um das eigentliche Lenkverhalten zu simulieren. Das ist jetzt so fucked up. Like, seriously. Oder der Effekt war bei Euro Truck Simulator 1 und German Truck Simulator 2 auch schon so, aber nicht so stark ausgeprägt oder irgendwie sowas. Das kann natürlich auch sein. Alter, lenk doch mal. Oh, das Ding da kommt mir gefährlich nah. Ich glaube, ich fahre mal hier doch ein bisschen nach da. Weil das ist echt wenig Platz. Nee, ich hätte da schon früher ausschwenken müssen. Ich hätte weiter nach links fahren müssen. Das wird so nie im Leben was. Ah, da hätte ich mich weiter links halten müssen. Sad life. Und natürlich gleich mal 400 Punkte Abzug. Für ein Missgeschick. 400 Punkte Abzug. Junge. Was ist... Wie gesagt, wenn man wirklich auf der Punktesuche ist, also wirklich versucht, 0 Punkte Abzug zu bekommen, ist das Spiel einfach viel zu frustrierend. Wir haben schon wieder keinen Auflieger. Ach, da vorne ist der Auflieger. Ich komme. Boah, soll ich wirklich so schnell fahren? Hier ist die... Oh, hier ist auch richtig viel Platz zum Wenden. Ja, nice. Den nehme ich natürlich gerne entgegen. Das ist ja hier quasi geschenkt. Lol. Das hätten wir echt schwerer machen können. Ja, wohl. Oder der schwere Part kommt noch. Dass das hier bloß ein Leckerbissen zum Anfang ist. So, dann fahren wir mal los. Mal gucken, was da kommt. Überquere die Ziellinie. Ja, ist halt immer das Gleiche, ne? Was war das jetzt hier für eine Quest? Die war ja super puppel einfach. Was? Hä? How? I'm disappointed like hell. Okay. Nächste Folge wieder. Bis dann.